Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder. Und das Transferkarussell dreht sich also alle Jahre wieder. Auch dieses Mal im Winter bei uns am SK Sturm. Der erste Abgang steht nämlich fest. Karalampos Lykogiannis verlässt unsere Blackies und schließt sich dem Tabellen 16. der italienischen Serie A Cagliari Calcio aus Sardinien an. Und ja, unsere Blackies haben damit eben den ersten Stammspieler in dieser Wintertransferperiode verloren. Das Positive, man hat anscheinend schon Ersatz gefunden, dazu kommen wir aber ein bisschen später. Das Negative, naja, zum einen hat es anscheinend, wenn eben die Zahlen stimmen, die man so hört, ja, hat man nicht extrem viel Transfererlös bekommen, aber alles besser als nichts, muss man auch wieder sagen, denn der Vertrag von Lyko wäre ja abgelaufen im Sommer. Und deswegen ist es schon logisch, dass Sturm eben dann auch bemüht wird, den Transfer auch über die Bühne zu bringen, denn es bringt ja unterm Strich ein unzufriedener Spieler genauso wenig im Frühjahr. Deswegen ist das Ganze durchaus nachvollziehbar. Zum Transfer selber eben, Lyko in die Serie A, hat er sich auf jeden Fall verdient. Er hat gute Leistungen gebracht bei unserem Sturm. Er kam ja bei unserem SK Sturm. Er kam ja im Spätsommer 2015 aus Piräus von Olympiakos, eben von seinem griechischen Stammverein, und hat sich dann eben unseren Blackies angeschlossen. Hat eben gute Leistungen gebracht, natürlich unverkennbar seine Freistoßtore, auch die werden den schwarz-weißen Fans definitiv in Erinnerung bleiben, in positiver Erinnerung. Und naja, auch dass er jetzt den Schritt in die größere Liga wagen möchte, verstehe ich durchaus. Cagliari ist natürlich jetzt auf den ersten Blick nicht die Überadresse in Italien. Man muss aber natürlich sagen, wenn er dort Fuß fasst und auch gute Leistungen zeigt, und er ist ja auch gerade mal 24 Jahre alt, da gibt es dann durchaus Möglichkeiten, sich auch innerhalb der Liga zu verbessern. Also, und ich glaube einfach, dass eben Spiele gegen Juventus, gegen Rom, gegen Inter, gegen Milan, wie sie alle heißen, dass das natürlich schon ein wahnsinniger Erfahrungsschatz dann auch ist, den er sich damit aneignet eben. Und ja, ich kann den Transfer verstehen, auch wenn es natürlich für uns sehr ärgerlich ist. Er hätte ja durchaus die Chance gehabt, mit dem SK Sturm einen Titel zu holen. Hat ja auch in einem Interview, das er mal von sich gegeben hat, erwähnt, dass er Sturm ohne einen Titel nicht verlassen möchte. Tja, anscheinend ist das jetzt doch nicht so eingetroffen. Müssen es eben dann die Kollegen im Frühjahr richten. Auf jeden Fall wünsche ich Lyko natürlich alles Gute. Und tja, bei unserem SK Sturm ist es jetzt natürlich die Frage, wird das Ganze verkraftbar sein oder nicht? Es sollen ja um die 600.000 Euro eben geflossen sein nach Graz. 200.000 davon soll aber angeblich Piräus auch noch bekommen. Die sollen hier anscheinend eben an diesem Weitertransfer, diesem Weiterverkauf auch beteiligt sein. Naja, Sturm wird es überleben, das ist mal meine Prognose. Der Ersatz steht anscheinend auch schon vor der Matte und da soll es sich um Thomas Schrammel handeln. Ja, vom SK Rapid Wien, mal wieder einer von Rapid, der anscheinend den Weg an die Mur findet. Schrammel, 30 Jahre alt, Bundesliga erfahren, fast 200 Bundesligaspieler in Spiele in den Knochen. Eben auch klassischer Linksverteidiger aus der Rapid-Jugend sogar. Und in der aktuellen Saison spielt er allerdings bei den Hütteldorfern eigentlich kaum eine Rolle. Ich glaube, knapp 5 Bundesliga-Einsätze, die er bis jetzt bekommen hat. Also Spielpraxis kann man ihm nicht gerade vorwerfen. Andererseits eben ein sehr erfahrener Spieler eben. Er kennt auch dieses Umfeld bei Rapid, was ja auch sehr anstrengend sein kann, nehme ich mal an. Und deswegen dürfte Graz dann von diesem Standpunkt aus kein Problem für ihn sein. Ob er eben jetzt wirklich spielerisch die Klasse hat, um unseren SK Sturm ja, zu ergänzen oder besser zu machen sogar, das kann man natürlich noch sehr schwer beurteilen. Allerdings muss man sagen, dass eben die Transfers von Rapid zu Sturm eigentlich für uns sich meistens auszahlen. Danny Alla ist so das Paradebeispiel dafür. Bei Rapid aussortiert, bei uns nicht mehr wegzudenken aus der Startelf. Und wer weiß, was eben die Geschichte von Thomas Schrammel bei unserem SK Sturm da noch zu bieten hat. Man hätte ja ansonsten auf der Linksverteidigerposition eben nach dem Abgang von Lyko Puchegger noch zur Verfügung gehabt. Puchegger allerdings auch noch ein bisschen eine Wundertüte. Man kann ihn noch immer nicht hundertprozentig einschätzen. Ich zumindest kann es noch nicht. Die Einsätze, die er gehabt hat, sind eben noch ja nicht ganz definierbar, in welche Richtung das es wirklich gehen wird. Deswegen der Schrammel-Transfer durchaus
ja, zum Stück nachvollziehbar. Natürlich waren auch andere Namen im Gespräch, aber wie realisierbar diese dann gewesen wären, das ist natürlich die andere Frage. Auf jeden Fall, klar, Schrammel, jetzt nicht mein absoluter Wunschkandidat, da bin ich ehrlich. Also beispielsweise, klar, Friedl, so von Bayern, war ja da auch so ein bisschen durch die Medien gegeistert, aber am Ende war das Ganze wohl nicht realisierbar oder eben vielleicht auch überhaupt kein Thema. Das weiß man natürlich im Endeffekt dann auch nicht. Auf jeden Fall wünsche ich Thomas Schrammel natürlich nur das Beste bei unserem SK Sturm. Ich hoffe, er kann eben an frühere Leistungen, die er durchaus positiv gebracht hat, anschließen. Sogar ein Länderspiel absolviert an der Stelle. Also ist zwar schon ein bisschen her, aber immerhin, wer weiß. Ne? Also ob er da wirklich zum alten Eisen schon gehört, man wird sehen. Vielleicht ist er ja auch dieses kleine Mosaiksteinchen, was ja dann im Endeffekt zur perfekten Saison für unsere Blackies am Ende dann noch führt. Ja, ich bin natürlich auch sehr gespannt, was eure Meinungen dazu sind. Findet ihr die Transfers nachvollziehbar? Also den Abgang von Lyko in die Serie A zu Cagliari Calcio, ein Verein, der aber trotzdem eben eher im unteren Mittelfeld oder eben schon bald in der Abstiegszone beheimatet ist. Oder hättet ihr gesagt, nein, Lyko, der hätte ruhig bei Sturm bleiben können und eben man hätte das Risiko gehen sollen, ihn zu behalten und dafür eben auf die Ablöse zu verzichten. Also da bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt und natürlich auch zum Ersatz zu Thomas Schrammel. Findet ihr, wird er ein adäquater Ersatz für Lyko Giannis sein oder nicht? Kann er die Linksverteidigerposition optimal bekleiden oder wird er im Endeffekt nur Backup für Puchecker oder stellt man gar Potzmann da auf die Position? Also es gibt ja einige Möglichkeiten da bei unserem Blackies, was noch passieren wird, was auch Heiko Vogel von den Ideen her hat, wissen wir alle noch nicht. Also von dem her bin ich auch da sehr gespannt und wie gesagt, schreibt es mir da gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze so seht. In diesem Sinne war es das dann auch schon wieder von mir und ja, ich wünsche euch dann einfach noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei The Lands TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.